Okay. Ja, ich, what the fuck, wollte das Ding jetzt gerade Suizid begehen? Heftig. Jo, hallo, servus und habe der. Ja, grundsätzlich finde ich ja, dass der Kommandomodus in Garden of 1, 2 und Battle for Neverville. Okay, bleiben wir bei Garden of 1 und 2. Ein ziemlich unterschätzter Modus ist, denn er, vor allem in Garden of 2, hat er wirklich geile Wellen. Er hatte wirklich auch viel Abwechslung und er war wirklich ein sehr guter Modus. Auch in Garden of 1 war er super, keine Frage. Und in Battle for Neverville. Hier ist das jetzt tatsächlich der erste Modus, oder die erste Sache, die tatsächlich für mich richtig enttäuschend ist. Denn der Kommandomodus kam jetzt am Dienstag hinzu ins Spiel, also man konnte ihn ja schon spielen, oder man kann ihn spielen, schon die ganze Zeit im Schrägwald und in dem Stadtzentrum. Aber, ja, das war halt nicht so der richtige Kommandomodus, dachte man zumindest, denn es gab immer nur eben diesen einen Punkt im Stadtzentrum und im Schrägwald und man konnte nicht Schwierigkeit einstellen und es war halt ganz anders. Und man dachte sich halt, als angekündigt wurde, ja, der kommt dann Dienstag normal ins Spiel, so wie man dachte sich halt, das kommt wegen Garden of 1 und 2. Aber nein, der Kommandomodus ist praktisch genau so wie im Schrägwald. Ich kann das super erklären, gell? Nur, dass man jetzt nicht mehr durch den ganzen Schneeball laufen muss, um zu dieser Station hier zu kommen, sondern man geht einfach ins Portal und wählt vorher Gartenmanomolus aus. Das ist eigentlich so grob der einzige Unterschied, denn man kann nicht die Map auswählen, man kann nicht auswählen, welchen Schwierigkeitsgrad, man kann nicht auswählen, was für einen Garten man auswählt. Es gab in Garden of 1 und 2, gab es immer so auf der Map, gab es so drei Gärten, die man sich so taktisch gut auswählen konnte. Und man kann nicht mal die Seite auswählen, auf welcher Seite man spielen möchte, also Pflanzen oder Zombies, Gartenkommando oder Friedhofskommando. Ja. Außerdem, ah ja genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt nur 5 Wellen. Die gab es im Stadtzentrum beim Gartenkommando und, oder gibt es beim Stadtzentrum Gartenkommando und Schrägwald Gartenkommando auch. Aber da dachte man sich so, ja, das sind ja so eigene Missionen, die wurden einfach so eingebaut, um das Ganze noch ein bisschen zu füllen. Ist ja nicht so tragisch, dass es hier in den Open-World-Arealen nur 5 Wellen gibt. Man dachte sich halt dann so, wenn der Garten, wenn man nur fertig ins Spiel kommt, dass es dann wie in Garten 1 und 2 10 Wellen gibt oder vielleicht sogar noch mehr, denn es heißt ja nicht mal mehr nur Kommandomodus, es heißt der Horde-Modus jetzt hier in dem Spiel. Und man dachte sich, oder wir dachten uns, das wäre geil gewesen, wenn. Na komm. Ich spiele jetzt gerade live, also das ist kein abgesprochenes Video. Ich schieße gerade live diesen Licht hier ab. Ja, nennen wir ihn dann Licht. Es wäre geil gewesen, wenn es unendliche Wellen gäbe. Also ein Wunsch wäre gewesen von uns. Weil wir wussten das ja am Anfang, das war, ist so lustig, wir haben das erste Mal, ich und Freunde haben das erste Mal den normalen Gartenkommandomodus im Portal gespielt und haben sich so spekuliert, hä, wie funktioniert das jetzt, wieso können wir nichts auswählen und was ist hier neu? Wir dachten uns halt, es ist ganz anders als wie im Stadtzentrum oder im Schrägwald, in der Story-Mission oder im Open-World-Areal. Und wir haben halt gehofft, dass ja, vielleicht unendlich ist. Das heißt, dass man vielleicht so eine Art Rangliste gibt, wo man halt schauen kann, wer hat die meisten Wellen geschafft. Und dann würde man halt den Modus so schwitzen. Weil im Gegensatz zum Unendlichkeitsmodus in Garden of 2 macht der Kommandomodus wirklich Spaß. Man kann sich ja immer den Charakter auswählen. Und man kann eben zu viert spielen. Na gut, das konnte man im Unendlichkeitsmodus auch, aber ja, er bietet auf jeden Fall mehr Abwechslung als der Unendlichkeitsmodus. Und ja, und dann auf einmal, bam, war es nach der 5. Welle vorbei und wir alle nur so, wie bitte, was, das war's jetzt, das ist der großartige Kommandomodus. Das ist genau das gleiche, das wir schon seit 3 Wochen haben, im, wie gesagt, Stadtzentrum und Schneewald. Wir waren halt etwas enttäuscht. Und ja, generell sind die Wellen, sie dauern länger, damit
Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben, dass die Wellen einfach länger dauern, aber es bieten eigentlich null Abwechslung, weil die Zombies und Pflanzen, also die Gegner, die kommen noch langsamer auf uns zu als sonst. Also man muss zum Teil richtig die Pflanzen oder halt die Gegner suchen. Oh, jetzt gehe ich gleich drauf hier. Und generell bietet das Ganze halt wesentlich weniger Spannung und ist einfach nicht so geil wie in God of War 1 und 2. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag gelesen auf Twitter, ja, kein Problem. Das ist ja erst Phase 1 vom Garden Commander Modus. Es kommen ja noch weitere Phasen, wo das Ganze dann verbessert wird, wo noch, ja, wo halt es dann mehr Auswahlmöglichkeiten gibt und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir so, ja, okay, gut. Klingt jetzt mal nicht so schlecht, kann man ja machen, ist ja kein Problem, aber das hätte man vielleicht ein bisschen vorher sagen sollen und nicht die Leute auf in Kommandomodus, wie sie ihn kennen, schon seit, lass mich mal überlegen, God of War 1, 2014, wir haben jetzt 19, seit 5 Jahren kennen. Ja, nicht die Leute glauben lassen, ja geil, Gartenkommandomodus und dann ist es nichts praktisch und halt nichts Gutes. Ja, aber grundsätzlich finde ich halt, Commander-Modus ist echt unterschätzt, weil God of War 1 hat das super viel Spaß gemacht. God of War 1 habe ich vorhin gerade, egal, in beiden God of War Teilen hat es super viel Spaß gemacht. Und keine Frage, macht hier auch Spaß, ist halt, du verteidigst den Punkt und so weiter, macht schon Laune, aber es ist halt tatsächlich Enttäuschung und so habe ich es genannt, es ist tatsächlich der erste Rückschritt für mich in dem Spiel zu den. Ja, ich weiß, es ist kein God of War Spiel und ich sage ja eben selber immer, ja, Leute, nennt es sich God of War, es ist ein ganz neues Spiel, es ist nicht God of War, pipapo. Aber irgendwie ist es dann doch ein Shooter in der Plants vs. Zombies Welt mit einem Kommandomodus. Und wenn man den Kommandomodus aus einem Shooter oder aus Shootern aus der Plants vs. Zombies Welt kennt, dann denkt man sich halt so automatisch, ja, so wird das sein. Und so könnte das sein und dann ist es halt nicht so. Ist halt blöd. Oh, der Typ ist tot. Ich habe keine Ahnung, mit dem ich hier. Oh, das ist ja, tut mir jetzt leid. Ich wollte ihn eigentlich wiederbeleben. Ich habe vorhin am Mino angekündigt. Ja, Leute, hey, ich spiele jetzt hier Gartenkommandomodus. Kommt mit, wir kommunizieren nur über die Sprechblasen. Das wird's blöd. Aber es kam niemand. Jetzt bin ich ganz alleine hier. Und quatsche über Gartenkommandomodus. Den Modus, für den sich hier wahrscheinlich niemand interessiert. Wobei, ich habe gehört, dass sich schon einige auf den Modus gefreut haben. What the fuck, wollte das Ding jetzt gerade Suizid begehen? Heftig. Aber grundsätzlich ist mein Ding immer, oder fast immer, auf offen. Das heißt, man kann mir nicht jederzeit beitreten. Ich lade mal den hier ein. In Gruppe einladen. Vielleicht kommt er ja dann. Ja, also wie gesagt, Kommandomodus jetzt absolut nicht nennenswert und irgendwie langweilig und noch nicht vollständig und man kann nichts auswählen. Und ich bin gespannt, was wird die nächsten, die Phase 2 oder halt die nächsten Erweiterungen kommen dann. Ja, wann ist noch nicht so genau bekannt, aber halt in der nächsten Zeit auf alle Fälle. Ich denke, das kommt dann irgendwann am Anfang in der ersten Oktoberhälfte. Schnell weg hier. Das ist ja gar nicht mal so mehr wirklich der gute Trick. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, Schnapper kann jetzt auch das Fass fressen vom Piraten. Wer hätte damit gerechnet? Ich nicht. Ich habe es auf schmerzhafte Art und Weise herausgefunden, indem ich gefressen wurde. Als Pirat im Fass. So, den machen wir weg. Und es gab halt in God of War 2 auch immer so richtig geile Spezialwellen, da musste man so Rennen machen. Durch die ganze Map gab es eine Welle, also so Spezial, ja, eher Spezialwellen. Oder wo du dann, genau, da gab es Vasebreaker, also wo du so Vasen zerstören musstest und dann waren entweder Münzen drinnen oder Gegner, meistens waren es Gegner. Es gab halt wirklich geile Abwechslung und es gab wirklich super tolle Wellen. Und ich dachte, das verbessern sie noch und machen vielleicht noch einen unendlichen Modus rein mit einer Rangliste, das wäre so geil gewesen. Oh, ich hätte die Ringblume erledigen müssen. Weißt du, ich rede die ganze Zeit von diesen tollen Spezialwellen. Yay! Und jetzt habe ich die Spezialwelle übersehen, die es hier gab. Die
gab es ja immer bei Welle 3, hier gibt's auch, gibt es ja auch bei Welle 3. Und bei Welle 5 und 10 gab es immer eine Bosswelle, gibt es ja auch und ist auch cool, wirklich. Aber es ist halt, gibt halt nur 5 Wellen. Die Wellen dauern viel länger. Und das ist schlecht, also ich finde das tatsächlich schlecht. Ich weiß gar nicht wieso, aber es fühlt sich halt einfach besser an, wenn man so 10 Wellen hat und dann sich denkt, ja, nächste Welle geschafft. Ja, nächste Welle geschafft. Und nicht so, Mann, diese Welle dauert lange. Wo sind die ganzen Gegner? Ich finde hier niemanden. Er ist tatsächlich beigetreten. Der gute alte Chris ist da. Warte mal. Machen wir eine coole Geste. Das ist übrigens das Emoji, das er gerade gemacht hat, ist das Emoji für geh dich vergraben. Also das ist, also ihr könnt das offiziell als Beleidigung benutzen, wenn ihr irgendwen beleidigen wollt, aber die Emojis oder die Sprechblasen ist es zulassen. Drückt einfach das Emoji mit dem Erdhaufen und der Grabschaufel, das bedeutet geh dich vergraben, du Opfer. Wahre Geschichte. Habe ich damals von den Entwicklern so erfahren. Nein, das war ein Spaß. Komm, dann Dachmärchen weg hier. Genau, da gab es auch so Wellen, wo nur, keine Ahnung, nur als Beispiel, nur Allstars kamen. Oder nur Tackling Allstars. Die waren zwar nervig, aber es war halt auch irgendwie cool. Oh, ich bin tot. Ja, nice. Gott sei Dank ist jetzt jemand beigetreten, weil wenn ich jetzt... Brudi, heil mich. Weil, Gott sei Dank ist Chris beigetreten, weil wenn ich, danke, er hält mich nicht, oder? Wow, eine Sekunde, er legt es davon. Es gibt ja keine Selbstwiederbelebung mehr. Und wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre ich glaube ich das Spiel zu Ende gewesen, wäre halt ein bisschen blöd gewesen. Lol, ich habe einen Bug gefunden. Ah, jetzt ist er weg. Anvisiert, aber das Visier von, wie heißt es denn schnell? Von der Shotgun war da. Ja, ich bin ein bisschen langsam, ich weiß. Verklagt mich. Weg hier. Sehr gut. Warte, machen wir hier noch ein wirklich passende Sprechblase. Und genau, eine Sache auch noch, was ein bisschen schlechter ist. Man bekommt jedes Mal, wenn man es schafft, also 5 Wellen schafft, genau 10.000 Münzen. Und das ist erstens mal ein bisschen lame, wenn man immer genau den gleichen Betrag bekommt. Wäre ein bisschen geil, wenn man das ein bisschen angepasst wäre. Und zweitens mal kann man doch im Bahnhof 1 und 2 mehr. Da gab es dann schon, wenn man 10 auf verrückt schaffte oder so in die Richtung. Aber man kann ja auch nicht den Schwierigkeitsgrad auswählen. Wenn man das schaffte, gab es dann schon so knappe 40.000 Münzen. Ja, schon. Und man konnte halt gar nicht meinen Modus wirklich gut nutzen, um Kohle zu bekommen. Und eine Sache haben sie verbessert. Aber die ist zwar cool, wirklich cool, aber ist jetzt nicht so eine Sache, die ich jetzt als erstes verbessert hätte, und zwar haben sie den Command-Modus auf dezidierte Server verlegt. Das bedeutet, wenn der Host jetzt, also es war immer so, es gab einen Host vom Command-Modus, fuck, jetzt bin ich recht tot, der hat das Spiel gestartet, und wenn der irgendwelche Verbindungsprobleme hatte oder aus dem Spiel geflogen ist oder einfach rausgegangen ist, sind alle anderen auch rausgegangen und das Spiel war zu Ende. Bei diesem System jetzt ist das nicht so, denn das Spiel läuft auf eigenen Servern. Das heißt, sollte ich jetzt rausgehen, ich habe das Spiel gestartet, könnte Chris Protein Cake oben trotzdem weiter spielen und das Ganze zu Ende spielen. Ist wirklich eine coole Sache, kann man nicht bestreiten, aber. Und ist auch eine wichtige Sache, aber ja. Hätte man anders machen. Oder hätte man halt. Hätte mich halt über andere Sachen mehr gefreut. Mehr Spezialwellen und hätte ich den Modus. Ja. Rangliste dann.
Gab es nicht bei unendlichen, bei Unendlichkeitsmodus in God of War 2, das mit den Dinos? gab es da nicht auch einen Ranglistenmodus? Aber da habe ich nie raufgeschaut, weil ich das so scheiße langweilig fand. Unendlichkeitsmodus, God of War 2. Man levelt zumindest ganz gut. Aber es macht mir generell im ganzen Schriegwald und im ganzen Stadtzentrum levelt man wirklich super gut. Gibt es hier noch freie Plätze? Nein. Da gibt's ne. Also, wow, ich bin so dumm. Ich dachte, ich hätte habe das Symbol der Gurke gesehen. Es gibt ja auch als Gegner eine Gurke. Kennt ihr vielleicht schon? Schau mal, ob Nightcap als Bot auch so stark ist. Nee, habe ihn weggesprengt. Weg hier. Also, wisst ihr immer, wenn ich die, das Geräusch der TPG höre oder so, oder das Geräusch, wenn sich der Schnapper einbuddelt, und auch wenn ich Pflanze bin, als Schnapper, oder Zombie, da habe ich immer so Schiss, dass mich gleich die TPG trifft oder der Schnapper mich frisst oder whatever. Eh gut. Aber unnötig. Wie gefällt euch eigentlich meine wunderschöne Anpassung? Die habe ich gezogen im... Meistens schnell im Kapsel-Opening. Und ich finde die so wunderschön. Gefällt mir richtig gut. Tränen, aha. Es gibt jetzt auch immer traurige Emojis. Naja. Wow. Also, ich glaube, mittlerweile müsstet ihr verstehen, was ich meine mit, die Wellen dauern so lange. Aber die nächste Welle ist dann eh schon die letzte. In dem Fall ist es sogar gut, weil wenn es 10 Wellen gäbe und die alle so lange wären und langweilig wären, wäre das irgendwie dann noch schlimmer. Zumindest alleine. Mit Freunden macht der Modus halt wirklich Spaß, aber alleine ist Kommandomodus sowieso nichts wirklich Gutes. Freunde oder Splitscreen ist das einfach geil. Wir haben uns auch so überlegt, die Idee kam jetzt nicht von mir, nicht dass ich dir irgendwelche Ideen klaue, dass man halt irgendwie dann so einstellen könnte, ja, man muss sich auch etwas erspielen, also irgendwie, man muss sich dann nach der Reihe Fähigkeiten freischalten, die man auf der Map so findet oder so Richtung. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Call of Duty Teil gespielt habt, bei dem es ja immer, oder halt bei vielen Teilen den Zombie-Modus gibt. Und der ist auch, ich habe ihn nie wirklich gespielt, bin ich jetzt kein großer Fan von dem Ganzen, aber das ist ja auch relativ komplex und dann musste man ja je nach Teil immer verschiedene Sachen machen. Und ja, so in die Richtung hätten wir uns das halt vorgestellt und deswegen jetzt auch unendlich der Zombie-Modus in Call of Duty spielen. Gut, ja, Spukkürbis ist wieder da. Kennen wir schon. Ich brauche einen Heiler. Bruder, ich bin Pirat, was soll ich machen? Sorry. Da. Ich habe hier auch noch einen hier. Das ist ein Steam mit den... dass die... Bots eine Cooldown haben, finde ich durchaus gut. Hab ich schon erwähnt. Hab das immer gehasst, tausende oder hunderte von den einzelnen Bots zu haben, die man ihnen nie verbraucht. Da war ich nicht so sehr der Sammler. Wisst ihr was, ich gehe jetzt mal in die Drohne rein. Mal schauen, überlebst du wahrscheinlich eh nicht. Aber vielleicht... 75 Schaden, ja, eh nicht so schlecht Schaden gemacht. Ja, Mann, ja, da schenke ich ganz gut ein. Mal schauen, vielleicht überlebe ich ja noch 9 Sekunden. Zwei Leben, doch so viel. Oh, weg hier. Ah, ja, sehr gut. Also ich finde die Drohnen, die Y, also die mittlere Attacke von den Drohnen, sowohl, wer ist denn schnell, Knoblauchdrohne, als auch Papageiendrohne, die finde ich
geil und geiler als in God of War 2. God of War 2 waren die Drohnen oft so, also die Schläge, die Kornschläge und die Bombenschläge, waren die oft schwierig zu lenken. Und hier schießt definitiv genau da, wo man hinschießt. Ich finde die gut. Ich gehe jetzt mit dem Fass vor. Ja, damit hole ich den jetzt weg. Boom! Nein, immer noch nicht. Jetzt kommt gleich der nächste, das müsste dann... Mal schauen, entweder der Spukkürbis oder die Bohne sein. Die Laserbohne. Spukkürbis. Ach, da habe ich noch ein Trauma von Garten vor 2 von dem Ding. Wie mich das lächelnd anschaut. Ich brauche Heiler. Was ist hier irgendwo? Machen wir das hier. Hier unten gab es noch einen. Jawohl. Aber das hebe ich mir noch auf. Vielleicht wird das noch zerstört. Ne, es sieht ja eh. Die Pflanzen kommen einfach nicht vor. Und stell dir mal vor, wir spielen zu viert. Oh. Pflanze greift gerade Ding an. Stell dir vor, wir spielen zu viert. Da dauert das ja noch länger. Oh, die Chili-Bohne ist auch da. Okay. Das ist ein Nightcap wieder. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich dachte, ich ist die Bohne. Aber egal. Als ob das wirklich aushält. Nein, nein, nein. So, mal schauen, ob ich die Bohne damit treffe. Die war in der Aktion sehr stark und nervig. Leben weg hier. 5 Leben weg hier. 2 Leben weg hier. Puh, knappe Geschichte. Ich komme schon, Chris. Wo ist jetzt hin? Oh, dieses verdammte Schild. Hier haben wir noch diese 2, glaube ich. Alle kleineren sind schon weg. Ich weiß, dass der links neben mir ist. Der ist so stark weg hier. Ich weiß, dass mit dem Anker macht nicht mehr so viel Sinn. Aber... Oh! Geholt! Sehr schön. Jetzt ist der Spukkürbis, der ist relativ einfach. Der hat nicht so starke Dinge. Verteidigungsfähigkeiten. Wobei, er spuckt Feuer, ist auch nicht gut. Nice. Oh, das war jetzt zu schlecht gezündet. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, nice. War jetzt unnötig die Drohne, aber wir haben es geschafft zumindest. Gut, das war Gartenkommando. Und wisst ihr was? Das war jetzt nicht mal Gartenkommando im Portal, sondern das war Gartenkommando im Schlägwald. Aber was macht es denn für einen Unterschied? Ist genau das gleiche irgendwie. Ja gut, Portal hat man vielleicht noch eine höhere Chance, eine andere Map zu bekommen, aber im Grunde ist es das gleiche. Ja, ich hoffe, es gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Gartenkommando in die Kommentare. Und... Ja, ich bin schon gespannt, was das noch in Zukunft bringt, was für Verbesserungen. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Und ciao. Servus.